Willkommen zu meinem nächsten Let's Play, nämlich zu Super Mario Galaxy. Joa, ich muss dazu sagen, ich habe das Game wirklich schon eine Weile lang nicht mehr gespielt. Und nicht wundern, wenn ich mich dementsprechend blöd anstelle. Aber ja, ich hatte halt einfach mal wieder richtig Bock auf das Game. Ja gut. Da sind jetzt ein paar Mies drauf. Ich werde mich, glaube ich, klassisch für einen von denen entscheiden. Sinful ist da unten, ist meine Familie plus ich. Ja, ich nehme, glaube ich, einfach klassisch Mario. Und ja. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den ganzen Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreichen Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternenstaubfestes am Schloss auf dich. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Ja, ich habe gerade eben Peach durchlesen lassen. Ich wusste gerade nicht mehr, dass sie überhaupt vorliest. Lell. Joa, also, das Besondere ist, diese Teile hier in dem Game. Die sind für dieses Game ausschließlich dabei. Die Teile sammle ich jetzt einfach mal. Guten Abend, Mario. Schnell, Mario, sammle auch Sternenstaub. Ja, ich frage mich zwar, wie das aussehen soll im echten Leben, aber gut. Das Sternenstaubfest hat begonnen. Wir haben auf dich gewartet. Du kannst Sternenteile aufsammeln, indem du sie mit dem Sternteil-Dingsbums berührst. Willkommen im Pilzkönigreich. Ich kann Sternenstaub einsammeln, indem ich sie in meinem Stern berühre. Entschuldigung. Musste sein. Ja gut, ich lese jetzt nicht jeden einzelnen Tod vor. Ja. Wow, vor allem der letzte war jetzt interessant zum Lesen. Oh, was ist jetzt los? Wow. Hoffentlich hat es keinen erwischt. Aber es war ja klar. Vor allen Dingen, warum kann er fliegen? Der kristallisierte Toads. WTF. Was hat der vor, der Verrückte? Man kann sich einmal feiern, ne? Prinzessin Peach! Das ist die Geburt der neuen Galaxie und du wirst den ganzen beiwohnen! Ich habe jetzt leider den ganzen Satz nicht lesen können, Mist. Bedanke dich bei dem Sternenschnuppen für dein Glück!
WTF? Warum hat er ein UFO? Ich will auch ein UFO. Ui, ich habe gerade eben schon mal was gezeigt, was wir eigentlich noch lernen im Spiel, lol. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt schon geht, lol. Wunderschönes Fest. Ah. Ja, verständlich. Oh je, wir müssen schnell zu dem Verrückten. Boah, muss man aufpassen, dass man nicht zerschlagen wird, ey. Aber trotzdem, warum hat der ein UFO? Und ich nicht? Ich will auch ein UFO. Ich hoffe, da stand kein Tod im Weg. Ich glaube, der hätte dann nichts mehr zu lachen. Natürlich direkt vor Mario. Der war ja beinahe in zwei geteilt worden. Der hat sie doch echt nicht mehr alle. Der macht einen auf die Insel der Göttin in Skyward Sword. Warum? Aber die Insel kann nicht von sich aus fliegen. Ich hoffe, das weißt du. Wow. Ein weiteres Stückchen Weltraummüll. Hinfahrt mit dir, zurück auf den harten Erdboden. Kamek? Und warum kann Mario im Weltall atmen? Ich will auch im Weltall atmen können. Ja. Du siehst aus wie das Kuscheltier von Peach. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Du hast gerade eben noch ein... Du warst gerade eben, warst du noch was anderes, und zwar ein Stern. Bleib gefälligst ein Stern, du Hase. Oder Hasenstern, oder... Huch. Lass uns Fang spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo wir hier sind, wo du hier bist. Na super. Ui, sehr schön, wusste ich gar nicht. Auch Münze. Och, come on. Mann! Oh, erwischt. Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Okay. Hätte ja ein Hinweis sein können. Nee, komm. Ich hasse es. Bah! Mann. Oh, erwischt, Mann. Ich hätte mich in einer Röhre verstecken sollen. Die Teile sind übrigens sehr schön als Deko eingebracht.
Wollte ich mal anmerken. Oh, okay. Also ich glaube, die erscheinen jeweils dann, wenn man eben genau diesen Hinweis annimmt. Oh, wie schade. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unsere Mama bestimmt helfen. Das war jetzt verdammt schwer. Muss ich jetzt mal auch dazu sagen. Das hätte vermutlich keiner hingekriegt. Tut mir leid, dass ich dich plötzlich so herzubringen. Dieser Stern verbindet die Erde und die Galaxien. Wir nennen ihn das Sternentor. Okay. Da oben ist unsere Mama. Bitte hört ihr Mamas Bitte an. Na klar. Die Frage ist, habt ihr noch einen Papa? Hübsche Dame. Hübsche Mama. Wenn ich es mal so anmerken darf. Ich hab dich von diesem Sterntor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina. Ich betrachte die Sterne. Sehr nah anscheinend. Um den dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Ich leihe dir das Sternenkind Luma. Blum. Du hast jetzt die Drehattacke erlernt, die Mario in jedem anderen Mario-Teil bereits kann. Sehr schön. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Heißt das eigentlich, möge die Macht mit dir sein? Und warum verschwindest du jetzt? Das ist unfair. Die Welt ist grausam. Wenn es aussieht, als könne man es zerbrechen, dann schüttle die Wii-Fernbedienung und mache die Drehattacke. Du kannst damit auch Feinde betäuben. Blong. Ja, genau so. Ja. Das ist ein Sternenring. Es ist eine Abschlussrampe, um auf andere Sterne zu fliegen. Schüttle die Wii-Fernbedienung in seiner Reichweite. Er ruft dich zu einer Reise zu den Sternen. Nun auf den Galaxien. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Nein, da möchte ich jetzt momentan noch gar nicht hin. Ich möchte mir einfach mal so ein wenig umschauen, weil hier kommt man, soweit ich weiß, nicht nochmal hin. Vor allen Dingen für die Münzen wäre es nice. Weil es sind Münzen. Au. Ja gut, man kann natürlich die Teile hier verlieren, wenn man von ihnen getroffen wird. Ist ja logisch. Oder vom Gegner allgemein. Lel. Ja, aber so kann man zum Beispiel hier nach oben kommen. Upsa. Mal kurz unachtsam. So. Platsch. Sehr schön. Ich habe schon auf dich gewartet. Um einen Sternring hätte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden, den lauter kleinen Stücke zerborsten. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind die Sternsplitter? Suche sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Hi. Bye. So, unseren ersten Gegner haben wir schon mal besiegt. Du hast Mario hat einen One-Up bekommen. So, und hier kommt leider ein Kritikpunkt am Spiel. Ui, war das knapp. Denn soweit ich weiß, behält man die One-Ups leider nicht. Das heißt, man muss jedes Mal wieder von Null anfangen. Ich weiß es aber nicht mehr 100%, aber ich glaube, das war eins
dieser Kritik, einer dieser Kritikpunkte, wo ich hatte an dem Game. Und ich habe nicht wirklich viele Kritikpunkte an dem Spiel. Ich muss aber auch dazu sagen, das Game war eigentlich gar nicht so wirklich das erstgeplante Spiel, wo ich mir als nächstes vorgenommen hatte. Aber dazu gleich mehr. Ja, okay, sah so aus. Dazu erzähle ich nachher mehr. So. Ist halt leider quasi genauso wie bei den Donkey Kong Country Teilen, bei den alten, dass man die One-Ups und so, wo man sammelt, über den Spielzeitraum her leider nicht behält. Ich verstehe leider auch nicht warum. So ging der Sprung, okay. Ich wusste mir noch, dass man sich irgendwie... Ich wusste es zwar noch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Hol mich hier raus. Einer der Feinde hat, muss einen Schlüssel haben. Der Gegner torkelt Ramin. Jo. Ich hätte natürlich auch einfach auf den Gegner draufspringen können, auf den Goomba, aber hey. Danke, könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternring. Steige auf und dresch voran. Verwandelung! Okay. So, und ich behalte jetzt mal noch die Münzen. Weil eben die... Okay, man sollte sie mir vielleicht doch nicht behalten. Ach du liebes bisschen, da hat einer ein paar Pfunde zu viel auf dem Rücken. Aber nur so ein paar wenige. Ich wusste es. Also ich muss echt sagen, das Spiel an sich mag ich wirklich sehr, aber bis man richtig in der Steuerung drin ist, dauert es halt leider ein wenig. Ich bin hier nicht gewesen. Boing. Gut, sehr schön. Wir haben nochmal einen Stern gerettet. Oder ein Luma, wie die Teile heißen, offiziell. Ich habe keine Ahnung, was die Teile bringen sollen. Ey. Oh. Wenn du Schaden erleidest, sammel Münzen und Lebenskraft wieder aufzufüllen. Ja, haben wir ja schon gesehen. Beeilung! Hier drin sind auch Freunde von uns. Das mit der Perspektive ist manchmal so ein wenig kritisch mit dem Steuern. Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halt irgendwie diese Maschine auf. Andere Leute sagen, bitte. Die sagen, flott. War ich gerade dabei. Irgendwo gibt es noch mal eine. Ich nehme mal die hier, solange. Oh, noch mal eine. Die hier vielleicht? Ne, die war es auch nicht. Dann nehme ich mal die da. Na also.
Sehr schön. Was willst du? Über diese aggressiven Goombas, ey. Nice. Die Frage ist nur, wo stecken wir jetzt diesen großen Stern hin? Vielleicht fliegen wir einfach mal ein wenig durch die Gegend und brauchen immer noch keinen Sauerstoff, scheinbar. Oder in Mario Universum gibt es Sauerstoff. Aber das spielt auf der Erde. Ich will auch atmen können. Ah, wo sind wir hier überhaupt? Wir waren doch gerade eben noch dort und dann waren wir plötzlich woanders und jetzt sind wir plötzlich hier. Hä? Okay. Yay. Oder so. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Auf der Terrasse. Ich bleib dabei, wo sind wir hier? Oh. Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie gewonnen zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Lumas wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte der Kometen. Dem Kometen, so. Das ist unser Haus. Ein Sternschiff, das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff, der Sternwarte auf dem Kometen. So heißt's. Unser Schiff ist vor diesem Planet plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sterns. Das war das Nunchuck. Ja, gut, wir haben 23.52 Uhr, da darf sowas mal passieren. Ja. Die Kraft des Sternschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft. Zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich hierbei um Powersterne. Seine Kraft beraubt, ist das Sternschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammeln diese Powersterne auf. Und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Oh. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternenschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternenkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternenschau-Terrasse der einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternenkraft nicht aus. Die du bisher zurückerlangt hast, so. Geh zurück zur Sternenschau-Terrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die Powersterne gestohlen haben. Ja gut, warum nicht? Normalerweise bin ich gegen das Speichern, weil ich hatte es bereits schon öfters, dass es nicht so toll war. Aber gut. Interessant hier. Und eigentlich wollte ich das Schild lesen. Weil wenn du dir eine Pause gönnen willst, drücke Minus oder Plus. Wenn du das Spiel beenden auswählst, kannst du dein Abenteuer speichern und dich ausruhen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade mal hier rein. Schön, dass du hierher gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, sie ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien,
Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem Sternteil Dingsbums auf den Greifstern und drücke A. Also diese Sterne sind seltsam. Die Sterne hier repräsentieren das vom Observatorium aus sichtbare Galaxien. Die Nummer auf den Sternen steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um zu weit, weit entfernten Galaxien zu reisen. Joa. Also wir haben natürlich noch nicht allzu viel Auswahl, aber gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Eierplanet-Galaxie. Von der uns am nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Passt gut auf dich auf. Ich weiß leider gerade nicht mal, wie lange die erste Mission geht, aber allzu lang wird sie wahrscheinlich nicht gehen. Gut, dann Dino Piranha auf dem Eierstern. Ich habe natürlich vor, ein 100% Let's Play zu machen. Und ja, jetzt haben wir das Größte an Erklärungen hinter uns. Und ich kann ja schon mal erzählen, ursprünglich war dieses Let's Play gar nicht als solches so schnell geplant. Allerdings hatte ich halt zwei andere Spiele bereits geplant. Also ich war mir nicht sicher, welches von den zwei Spielen ich jetzt als nächstes nehmen soll. Hab mich dann allerdings dann für dieses Game hier entschieden, weil das eine davon, von den Games, wo ich geplant hatte, naja, das ist halt vom Genre her genau dasselbe wie, oder fast dasselbe wie Spellforce, The Out of Dawn. Und das ist natürlich jetzt nicht so geil, habe ich mir gedacht. Das andere wäre auch ein Jump'n'Run gewesen. Allerdings, ja gut, ich habe halt dieses Game hier zuerst, also nicht zuerst, aber ich hatte dieses Game halt durch Zufall gefunden bei mir, ja, in der Let's Play Liste, dass ich das ja als nächstes Let's Play bereits schon längst eingetragen hatte. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, nehme ich doch gleich dieses Game hier. Ich meine, ich mag's, hab's schon ewig nicht mehr gespielt. Und es verfehlt das Genre nicht, weil ich habe ja eigentlich schon vor, ziemlich Verschiedenes zu bringen. Und dann zweimal fast dasselbe Genre zu bringen, das ist halt dann nicht so geil. Au! Was fällt dir ein? Ja, also wie gesagt, 100% Let's Play, auf jeden Fall, klar. Also in Sammelgames. Nichts lieber als das. Auch wenn ich eine sehr ungeduldige Person bin. Du kannst in den Galaxien verstreute Sternteile aufsammeln, indem du sie mit dem Sternzeiger berührst. Ach so nennt sich das Teil, okay. Wenn du 50 aufhebst, bekommst du ein One-Up. Schadet also nicht, sie zu sammeln. Ja. Gut. Ist halt problematisch, dass man halt nicht alle One-Ups behält. Das ist doof, aber gut. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich schnell. Platsch. Man muss die übrigens nicht in der Reihenfolge einsammeln, wie man denken würde. Wenn du Schaden erleidest, sammle Münzen, um deine Lebenskraft wieder aufzufüllen. Das haben wir doch schon gehabt. Oh Mann. Man kann die Teile nämlich zerstören, wenn man den roten Kristall in der Mitte erwischt. So zum Beispiel. Au. Also jetzt hier zu sterben wäre ein bisschen arg peinlich. Deswegen riskiere ich mal nicht allzu viel. Also ist jetzt wirklich peinlich, ne? Das wäre selbst für mich zu peinlich, hier zu sterben.
Na, ist doch nicht ganz so einfach, wie ich es in Erinnerung habe. Aber gut, man muss die nicht komplett nach der Reihenfolge machen, weil manchmal kann man dann verschiedene Sterne auch so sammeln. Ist dann natürlich nice, ne? Moment, kriegen wir ganz kurz. Stirb. Greif den Wachs. Greif das Wachskraut. Okay. Und schüttel die Wii-Verbindung, um sich zu drehen. Toll. Wachskraut. Dieser Name, ey. Tot. Ach, deswegen heißt es Wachskraut, okay. Ja gut. Ja. Die Teile hier kann man übrigens nicht kaputt. Machen. Okay. Ja gut, genau das meine ich halt irgendwie. Das doof ist an dem Game manchmal, wegen der Kameraperspektive und alles. Das Spiel an sich ist wirklich nicht schlecht. Ich mag es, wie schon gesagt. Teile auch nutzen. So kann man ziemlich viele Teile sammeln. Wow, man kann sich aber genauso gut auch selber ins Verderben stürzen damit. Ach egal. Man muss ja nicht so übertreiben mit den Teilen. Vor allem muss man nicht. Man muss schon ein bisschen aufpassen im Game, also eben wegen der Kamera zum Beispiel. Wie gesagt, Spiel mega nice, mag ich sehr. Aber eben sowas ist dann einfach nur peinlich manchmal. Und da musste man am Anfang aber auch ziemlich überlegen. Also ich zum Beispiel musste da wirklich lang, anfangs sehr lange überlegen. Und mir ging es da scheinbar auch nicht als einziges so. Weil du weißt dann einfach nicht warum oder was du als nächstes machen sollst da eigentlich überhaupt. Okay. Lol, okay, ich glaube, ich muss das Teil angreifen. Eben mit dem Sternzeiger auch. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, um das Viech zu erreichen. Gib acht! Nach einem Dreher kannst du dich erst wieder drehen, wenn Luma zurückgekehrt ist. Bessere Frage, warum geht Luma überhaupt raus aus mir? Komm jetzt bitte nicht mit logisch, ne? Danke. Hab schon ein paar Beispiele aufgezählt, warum man das Spiel nicht zu logisch sehen sollte. Naja, manchmal gibt es solche Teile hier, wo man noch einsammeln kann. Und wow, ich habe sie alle erwischt. Oh! Ich glaube, das ist sehr leicht angepisst. Boi. Oh, Mutant-Tyrann, ja.
Upsa. Boi. Ach, ich dreh doch nicht durch. Mann. Bleib stehen. Post halt schnell. Boah. Das ist immer noch nicht tot. Au. So, voll in your face. Gut, wir sind eigentlich schon ein bisschen arg arschig, wenn ich das jetzt mal so anmerken darf. Ich meine, mit Tante Tyrannia oder das Baby-Teil-Dingsbums da. Ist manchmal schon irgendwie fraglich. Hat ganz normal dort geschlafen? Oder wollte schlüpfen langsam mal und wir sind einfach mal so böse? Ich verstehe es da schon. Aber wir haben schon unseren ersten Stern erhalten. Sehr schön. Es ist zwar kein großer, aber wir haben zumindest einen kleinen. Sehr schön. Ja gut, ist der erste Part, da kann ich mal noch speichern. Ansonsten würde ich halt abbrechen, weil warum speichern? Falls irgendwas schief läuft, ne? Ist dir der glitzernde Sternstaub aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir Lumas lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte das Teil und sammle es mit dem Teil auf. Dann ziele mit dem Teil und schieße sie durch Drücken von B auf einen Gegner. Lass uns ausprobieren. Also, ich glaube, das haben sie so ein wenig. Durcheinander erklärt. Hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für diese Lektion. Toll. Du kannst sie auf Gegner schießen und hungrige Lumas damit füttern. Vielleicht springen dabei eine Belohnung für dich heraus. Sternhalle werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. Ja. Gut. Das war's dann aber erstmal für den ersten Part. Auf jeden Fall, ich hatte halt zwei Spiele noch vorher geplant gehabt. Auf jeden Fall nicht darauf hinausgelaufen sind, dass ich dieses Game hier gezockt habe. War wirklich nur reines Glück, dass ich es auf der Let's Play-Liste gesehen hatte. Deswegen habe ich mich entschieden dafür, das Game zu Let's Playen, weil ich mag's und steht eh schon auf der Liste drauf. Ich mag es, Sachen von der Liste zu streichen. Oh, fast doch gestorben wieder. Und ja, warum nicht? Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen für diesen ersten Part. Und mal gucken, wie wir uns hier noch anstellen werden. Wahrscheinlich genauso bescheuert wie im letzten Mario-Spiel. Hust, hust. Und ja, bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye.